Ich kenne keine Mode. Das betrifft auch meinen Haarschnitt. Ich möchte mich, wie ich immer sage, von meinen Haaren nicht terrorisieren lassen. Jeden Morgen den gleichen Ärger zu haben, die Locke steht draußen oder drin. Oder sie sind fettig. Bei mir gibt es nur Duschen und Haare. Waschen, das gehört zusammen. Und so ist es auch mit dem Kleiden. Ich möchte nicht wissen, ob Mini, Maxi oder Mittel getragen wird. Ob weite Hosen oder enge. Es gibt für mich nichts anderes. Wo kaufst du sie? Ich kaufe sie gar nicht. Ich habe sie gezeichnet nach meiner jahrelangen, vorzüglich gepflegten Jeans-Garderobe. Und dann kam der Tag X, dass auch ich erwachsen war und es auch empfand, zu einem lieben Freund, ein Schneider, ging, dem ich meine Zeichnung ablieferte, mit der Auflage, nie anzupassen. Und das brauchte ich auch nicht. Und da habe ich drei Anzüge, Sommer, Herbst und Winter. Und dazu habe ich, weiß nicht, sechs Blusen. Die werden gewaschen, gebügelt, die sind nach wie vor eine Art Jeansstoff, ein bisschen besser. Und das kann ich auch wechseln auf weiß, das ist ein bisschen hart, aber auch sehr schön. Oder auf karierte Weste und graue Hose, das wäre jetzt der vierte Anzug, den habe ich eben nicht mitgesagt. Die anderen sind eigentlich alle blau, uni oder gestreift. Und das hat mein Schneider mir über drei Jahre genäht, mit einem Mantel, einer Jacke passend dazu. Und den Kött, den ich gestern anhatte, ist das alte Markenzeichen meines Vaters, den ich mir klein habe machen lassen.